Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und hier neben mir habe ich heute einen ganz wunderbaren Gast mit Robert Gadlowski vom Löwenpitch. Was der Löwenpitch ist und welche Vorteile es hat, als Unternehmen sich daran zu beteiligen, das klären wir heute. Robert, erste und allerwichtigste Frage, wie geht's dir? Jetzt geht es mir gerade sehr gut, Hannes. Danke, dass du heute zu uns gekommen bist. Liegt das an mir, dass es dir gut geht? Ich glaube, ein bisschen, ja. spannend, was ihr so macht und ich freue mich, dass wir uns auf diese Weise mal austauschen. Ist das dein erster Podcast? Ja. Cool, weil Video ist ja schon ein bisschen bekannter für dich, aber Podcast bin ich der Erste. Ich habe es schon in der Anmoderation ein bisschen angekündigt, Löwenpitch. Viele kennen die Höhle der Löwen wahrscheinlich, aber was ist jetzt genau der Löwenpitch? Ja, ich glaube, das haben wir uns ganz bewusst auch so ausgesucht, den Namen. Löwenpitch ist ein, ja, wir nennen es Talentrecruiting-Projekt. Unser Ziel ist es, Jugendliche in ländlichen Regionen zu erreichen, indem wir attraktive Arbeitgeber eine Bühne geben, die innerhalb von 10 Minuten pitchen müssen, über ihren Standort, über ihr Geschäftsmodell, über ihre Arbeitskultur, Attraktivität. Also Ziel ist es, innerhalb von 10 Minuten als Arbeitgeber auf der Bühne vor Jugendlichen, ja, sich zu behaupten. Das Ziel ist, die Jugendlichen dafür zu gewinnen, dass sie sagen, Mensch, es gibt in meiner Region attraktive Arbeitgeber, um, ja, vergessene Berufsbilder oder Berufsbilder, die bei Jugendlichen vielleicht gar nicht so auf dem Zettel sind, oder vielleicht sogar überhaupt das Thema Ausbildung im weitesten Sinne in ländlichen Regionen wieder attraktiv zu machen, dafür zu werben als Arbeitgeber, dass man sich auch Mühe gibt, junge Leute auszubilden, ihnen eine Zukunft zu geben und bevorzugt, deswegen haben wir es ja auch in der Mecklenburgischen Seenplatte angefangen, bevorzugt natürlich kleinere Unternehmen, also kleine Mittelständler, die keine große Personalabteilung haben etc. pp. Also wir begleiten sie ja dann auch für den Auftritt, machen sie sozusagen fit für die Ansprache der jungen Generation. Und das haben wir bisher so mit Live-Veranstaltungen gemacht, wo wir so 6 Arbeitgeber, ihr selber wart ja auch attraktiv oder seid ja attraktive Arbeitgeber bei uns auf der Bühne gewesen, habt ja auch gewonnen. 6 Arbeitgeber pitchen. Im Publikum sitzen junge Leute, Jugendliche, die sich in der beruflichen Orientierung befinden. Die können dann während des Auftritts der Arbeitgeber chatten mit uns, Fragen stellen und dann im Nachgang den Arbeitgeber bewerten. Und zum Schluss wird dann der Löwe, der attraktivste Arbeitgeber dann gekürt. Und durch dieses Gamification, wie man das so schön nennt heutzutage, durch dieses Format wollen wir natürlich dafür sorgen, dass die Jugendlichen auf einem modernes Format einfach mit dem Thema berufliche Orientierung, Arbeitgeberattraktivität, was bedeutet das eigentlich, in Berührung kommen. Und auf der anderen Seite natürlich, die Arbeitgeber, die sich bei uns präsentieren, sind dann auch sehr dankbar, dass sie direktes Feedback bekommen, weil es erstens ist es anonym und zweitens dann auch sehr dankbar darüber sind und auf diesen Daten, die wir ja auch sammeln, dann ihre Maßnahmen dann anpassen, ne? Egal, ob das jetzt im Marketing ist oder selbst in der Unternehmenskultur, ist es schon sehr spannend, was da so für Feedback kommt, ne? Aber ja, jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt. Alles gut, also immer frei raus, besser als wenn man gar nichts zu erzählen hat. um es kurz zu fassen, es ist eine getauschte Rolle. Das heißt, sonst bewirbt sich der potenzielle Azubi beim Unternehmen, jetzt ist Rollentausch. Ja. Warum? Wie kommt man auf so eine Idee? Ausschlaggebend war, das ist jetzt 2-3 Jahre her, ausschlaggebend war für uns, dass wir innerhalb unseres Netzwerks, wie gesagt, eher kleine Arbeitgeber, so mit 10, 20, 30 Mitarbeitern in den ländlichen Regionen uns überlegt haben, okay, was können wir alternativ zu diesen bestehenden Berufsorientierungsmessen, zu Jobmessen, es gibt ja auch andere Kampagnen, was können wir da irgendwie auch gemeinsam machen, um junge Leute zu erreichen, also um auch eine höhere Reichweite gemeinsam zu bekommen und ein modernes Format, wo wir die Jugendlichen auch mit einbeziehen. Das Ganze ist auch entwickelt worden mit Studierenden und auch mit jungen Leuten von gymnasialen Oberklassen.
Du sagtest es ja schon, Höhle der Löwen. Also unsere Grundidee war damals, wir brauchen irgendwie ein Format, was so eine Mischung ist zwischen Deutschland sucht den Superstar und Höhle der Löwen, und rausgekommen ist dann Löwenpitch. Und wir als Arbeitgeber, als Netzwerk, unser Problem, kann man jetzt auch wirklich so sagen, war, dass die Abwanderung der jungen Leute aus den ländlichen Regionen, ne? Was aus meiner Sicht, ich bin als Jugendlicher auch vom Dorf weggegangen, was alles gut und richtig ist, dass man als junger Mensch auch die Welt kennenlernen soll. Aber es ist zunehmend doch, sag ich jetzt mal, ein Trend gewesen, dass viele sagen, okay, ich muss ein Abitur machen, ich muss studieren, damit ich entsprechende Karriere machen kann. Und dem wollten wir mit diesem Projekt entgegenwirken, dass wir sagen, hey, du kannst auch mit einer dualen Ausbildung gleich auch ins Geld verdienen kommen, kannst genauso guten Karriere machen, vielleicht auch früher, also in der Praxis auch dann sicherlich viel früher im Arbeitsmarkt dich auch finden. Das war so unser Ziel dabei. Und die Bewerbungszahlen bei vielen Arbeitgebern, gerade hier in der Region, haben es ja dann auch gezeigt, dass da ist ein Bedarf da. Wir müssen etwas ändern. Wir müssen uns als Arbeitgeber bei jungen Leuten bewerben. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg gehen, dann haben wir auch die Leute, also ich sag mal, die Jugendlichen, die sich über den Löwenpitch bei Arbeitgebern bewerben, die wissen halt einfach auch, bei wem sie sich bewerben. Ne? Und da ist dann die, ich sag's mal, alle nachgelagerten Maßnahmen, die man dann im Recruiting hat, die sind dann einfacher für beide Seiten. Also aus meiner Erfahrung heraus, wir selber waren ja genau beim ersten Löwenpitch auch dabei und haben ja dadurch auch nicht nur einen dualen Studenten gewinnen können, sondern auch im Nachgang noch viele, viele weitere Bewerber, weil im Publikum ja nicht nur potenzielle Azubis und Studenten und ich sag mal die nächsten Fach- und Führungskräfte sitzen, sondern eben auch Wirtschaftsvertreter, andere Unternehmen, mit denen wir Kontakte gewinnen konnten, mit denen wir uns auch austauschen konnten. Also es ist allein schon ein Mehrwert gewesen, mit den anderen Löwen ins Gespräch zu kommen und deren Erfahrungen, so dass man ja dann auch Stück für Stück ein Netzwerk bilden kann rund um das Thema Recruiting, dass man nicht nur ellbogengesellschaftsmäßig gegen die anderen lokalen Bewerber um Azubis kämpft, sondern versucht die Region ja auch einfach stärker zu machen. Wie ging die Reise vom ersten Löwenpitch dann weiter? Wo steht ihr jetzt? Ja, gestartet sind wir ja gemeinsam im Juni 2018 in Neubrandenburg. Oh Gott, auch schon wieder zwei Jahre her. Musste ich auch gerade ein bisschen überlegen, genau. Seitdem haben wir, ja, und das war ja unser Ziel immer so, wenigstens 100 Jugendliche ins Publikum zu bekommen und 5 Arbeitgeber auf die Bühne zu stellen. Dann haben wir verschiedene Formate, ja nicht, aber verschiedene Locations probiert, verschiedene Herangehensweise. Wie erreichen wir die Jugendlichen? Bewährt hat sich da die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und den Schulen dann natürlich direkt in verschiedenen Arbeitskreisen, das sozusagen als Wahlpflichtveranstaltung zu organisieren im Bereich beruflicher Orientierung. Wir waren dann hier in unserer Region ja dann in Neustrelitz-Waren, also in verschiedenen Städten, haben jetzt insgesamt 7 Live-Veranstaltungen gemacht und bis März war jetzt die Planung dann auch für 11 weitere. Also das ganze Format an sich ist sowohl bei den Schulen als auch bei den Arbeitgebern gut angekommen, weil, so wie du jetzt auch geschildert hast, die Ergebnisse dann für sich sprechen. Jetzt haben wir ja das Thema durch die ganzen Einschränkungen während der Corona-Zeit, dass wir uns ja auch überlegen mussten, okay, wie kann man dieses Format auch digital abbilden? Ja. Das haben wir in der letzten Woche probiert, benutze ich jetzt mal so ganz bewusst, haben einen Live-Löwenpitch organisiert, haben das ein bisschen abgewandelt. Also der Arbeitgeber präsentiert sich nicht mehr selbst dann vor der Kamera in dem Fall. Also wir haben den Löwenpitch gemacht mit 3 Arbeitgebern, haben das ins Internet übertragen, trotzdem mit dem Feedback-System gearbeitet. Also dieses Partizipative und dieses direkte Feedback geben, das ist ja eine Basis unseres Formates, das behalten wir auch bei. Was wir geändert haben, ist, dass wir jetzt vorher in die Unternehmen gegangen sind, dass wir dort ein kurzes Porträt gemacht haben, 1,5 bis 2 Minuten, Auszubildende mit interviewt haben, eingefangen haben, gefragt, Mensch, wie seid ihr hierher gekommen, wie gefällt es euch, wo seht ihr eure Zukunft? Also einfach wirklich auch die Zielgruppe im weitesten Sinne sprechen lassen. Und das haben wir dann als Trailer ausgespielt und im Nachgang sind wir dann direkt in eine Interviewsituation gegangen. Mhm. Ne, so, ich glaube, das haben wir jetzt alle auch in den letzten Wochen, also
spätestens in den letzten Wochen so mitbekommen, dass wenn man so diese Online-Formate hat und nicht diese persönliche, ja, die Persönlichkeiten und auch das persönliche Feedback und das Gefühl, dass es dann schnell monoton wird. Mhm. Ja, und da haben wir gesagt, so, nee, das haben wir auch auf den letzten Live-Veranstaltungen, also Präsenzveranstaltungen gemerkt, dass wenn Jugendliche 6 mal 10 Minuten einen Vortrag hören und wir haben kaum, ich meine, ihr seid Entertainer gewesen, mhm, das kann man sich im Internet ja auch nochmal angucken. Wenn man da die Leute mitnimmt, ist das natürlich was ganz anderes. Aber es gibt ja auch Berufsfelder oder beziehungsweise auch Arbeitgeber oder Teams, die, ja, die müssen nicht performen, die müssen nicht aus sich raus. Und da haben wir gesagt, komm, damit auch alle die gleiche Chance haben, wir bereiten das vor, wir drehen Videos. Und das ist richtig gut angekommen. Und ich glaube auch, egal ob jetzt diese Livestreams oder auch Präsenzveranstaltungen, du hattest das beim letzten Mal, als ihr bei der Job Factory mit wart, auch vorgemacht sozusagen, das ist bei den Jugendlichen so gut angekommen, das werden wir jetzt beibehalten. Ja. Also wir sagen jetzt, um einen Punkt zu machen, wir sind, egal ob wir jetzt eine Präsenzveranstaltung machen können oder diese Livestream-Geschichten, wir arbeiten da ganz eng mit den Agenturen für Arbeit zusammen und auch dann mit den Schulen, bei uns in Mecklenburg-Vorpommern jedenfalls. Das hat sich bewährt und die Veranstaltungen werden so oder so immer digitaler. Ja. Du hattest jetzt immer auch von ländlichen Regionen gesprochen. Wir bewegen uns mit dem Löwenpitch immer noch ausschließlich in Mecklenburg-Vorpommern oder gehen eure Satelliten auch schon über unsere Landesgrenzen hinaus? Ja, also wir fokussieren uns schon auf Mecklenburg-Vorpommern, weil wir ganz viele Hausaufgaben noch zu machen haben. Also das, ich sag jetzt mal, das Erlebnis dann auch für die Jugendlichen, nicht, ist ja unsere Hauptzielgruppe, die wollen wir erreichen, also das Erlebnis für die Jugendlichen noch zu optimieren, also auch die Reichweite da zu erhöhen. Wie du schon gesagt hast, innerhalb unserer Netzwerke mit den Multiplikatoren läuft das ja super, dass man sich da auch untereinander trifft, Empfehlungen gibt und das Thema ist ja auch berufliches Gesundheitsmanagement, also da ja auch ein Know-how-Transfer stattfindet. Das wünschen wir uns natürlich auf der anderen Seite auch. Ne? Also wir fokussieren uns auf Mecklenburg-Vorpommern, um da noch näher an die Jugendlichen heranzukommen und ländliche Regionen. Der eine mag es gerne hören, der andere nicht. Also ich denke, egal ob wir uns jetzt in Rostock bewegen oder Greifswald, die sich natürlich als Städte oder Großstädte ja auch empfinden, auch zu Recht, sind wir ja dann, wenn wir da aus den Ortskern verlassen, sind wir ja auch ruckzuck in ländlichen Regionen. Also das heißt, es ist ein Wunsch von uns, den kann man nicht immer so gerecht werden, aber idealerweise, wir gucken schon, dass wir die Firmen außerhalb dieser Ballungsgebiete erreichen und die halt auch in den Fokus rücken. Und was deine Frage jetzt anbelangt, ob wir uns jetzt auch außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern bewegen. Also wir arbeiten jetzt gerade an einem, ja, das ist jetzt ein Wort, was wir intern jetzt benutzen, Lizenzsystem, also gar nicht jetzt irgendwie da nicht zu kapitalisieren, so im weitesten Sinne, sondern wirklich, wir gucken, wie kann man diese Qualität, die wir bisher entwickelt haben, wie kann man das adaptieren und in andere Regionen transportieren. Weil es aus unserer Sicht, das darf jetzt, manche dürfen das jetzt nicht hören, in Mecklenburg-Vorpommern, aber ich glaube, das macht jetzt so wenig Sinn, wenn wir in Thüringen irgendwo einen Löwenpitch veranstalten, dann, dass dort Arbeitgeber ausgestrahlt werden, die in Mecklenburg-Vorpommern sitzen. Ja. Manche Arbeitgeber wünschen sich das, kriegt man sicherlich auch für den einen oder anderen Job hin. Aber ich denke, die Leute, die uns jetzt ja auch anfragen aus anderen Regionen, die wollen ja auch, dass wir da gucken, wie kann man die Arbeitgeber, das heißt fit machen, aber wie kann man die unterstützen in der Kommunikation, wie kann man das Datenmaterial, was wir sammeln, also das Feedback der jungen Leute, wo sind die Bedarfe, wo haben die ihre Wünsche oder wo haben die ihre Ängste, das ist ja auch manchmal nicht verkehrt. Das ist für die ja auch wertvoll, wenn die das benutzen können, um sich nicht nur dem Wandel anzupassen, sondern einfach auch aktiv den Wandel mitzugestalten. Ne? Ja. Wir selber sind natürlich auch relativ viel in Schulen und unterwegs, also arbeiten auch viel mit Kindern und Jugendlichen und ich traue mich da ab und zu mal die Frage zu stellen, was möchtest du denn später mal werden? Und es ist erschreckend, wie viele so kurz vorm Abitur auch stehen und sagen, naja, ich mache jetzt erstmal ein freiwilliges soziales Jahr, weil ich nicht weiß, was ich möchte, was ich gerne machen würde. Und da seid ihr natürlich auch eine super Möglichkeit, als Unternehmen erstmal auch zu zeigen, was gibt es überhaupt ja wirklich auch für Möglichkeiten. Wo denkst du, entwickelt sich unsere Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch deutschlandweit betrachtet? Wo geht es hin mit diesem demografischen Wandel, mit dem Fachkräftemangel?
wird das dann letzten Endes irgendwann den Wettbewerb entscheiden, wer letzten Endes noch die Azubis bekommt, um seine Fachkräfte zu sichern? Oder was denkst du, wo geht da die Reise hin? Oh, das ist natürlich eine spannende Frage mit vielen Facetten, ne? Also gerade in der jetzigen Zeit, wenn ich diese Prognose so treffen könnte und mir da so sicher wäre, dann ja, weiß ich nicht, dann hätten wir wahrscheinlich schon irgendwie ein goldenes Paket, was wir hier noch mitverkaufen können. Ich sag jetzt mal so aus der Erfahrung, die wir jetzt auch in den letzten Wochen gesammelt haben, in direkten Kontakten mit den Unternehmen und auch das Feedback, was wir jetzt bei unseren Live-Löwen-Pitches mitbekommen haben, wir sind uns sicher, dass das Thema Fachkräftemangel, Fachkräfteentwicklung, dass das immer bedeutender wird. Also gerade in der jetzigen Zeit hat sich ja auch schon gezeigt, welche Geschäftsmodelle oder Unternehmen flexibel agieren können. Auch wenn es diese Kleinigkeiten sind mit große Verwaltungen, können die Homeoffice machen, wie schnell oder wie schnell nicht. Es sind ja auch immer alles wieder, ich benutze jetzt mal das Wort Chancen für ein Unternehmen, sich weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite hat man aber auch, ja, ich sag jetzt mal produzierende Gewerke, die abhängig sind von großen Lieferketten, von Export, wo man halt natürlich gucken muss, wie viele Arbeitskräfte werden jetzt freigesetzt. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich bin der Meinung, dass gut ausgebildete Mitarbeiter, egal ob das jetzt schon ab dem Azubi bis hin zu, weiß ich nicht, Meistern oder auch studierten Menschen, Führungskräften, Unternehmen, dass das immer wichtiger wird. Mhm. Weil je besser die Leute gebildet sind, vielleicht auch nicht immer nur in einem spezifischen Thema, ne, desto einfacher habe ich es auch als Unternehmen, dem Wandel. Und wir wissen alle nicht, wie sich das im Ganzen so weiterentwickelt, dass ich da bestehen kann. Ne? Und ich glaube, das ist das Thema Bildung ist wird immer wichtiger, wenn es nicht sogar das wichtigste Thema ist in unserer Wissensgesellschaft gerade. Und demografischer Wandel, ich denke auch, ja klar, wir wissen nicht, wie sich die Wirtschaft jetzt bei uns entwickelt, sind ja auch viel global abhängig. Dass wir aber gerade in Mecklenburg-Vorpommern einen Vorteil haben, weil wir doch im überwiegenden Teil, also zu 90% Klein- und Kleinstunternehmen sind. Und ich denke, dass das da in der Gesamtentwicklung noch anders abgefedert wird, als wenn wir jetzt in einer hochindustrialisierten Region unterwegs sind. Denke auch, und unsere Gespräche haben es jetzt auch gezeigt, dass viele Arbeitgeber sagen, ja, okay, auch wenn ich jetzt vom Arbeitsvolumen vielleicht im Moment keinen Auszubildenden brauche, ich gucke ja in die Zukunft. Und ich sag mal, Überalterung ist ja gerade auch in Verwaltungsberufen oder auch in kaufmännischen Berufen immer ein Thema. Das wird sich ja jetzt nicht, löst sich ja nicht auf, ne? Nur weil jetzt, ich sag jetzt mal, vielleicht auf der einen oder anderen Seite Arbeitgeber freigesetzt werden. Ja. Was denkst du denn in der heutigen Gesellschaft? Was sind denn auch so aus den Erfahrungen, die du beim Löwenpitch gesammelt hast, die Schüler und Studenten dürfen ja auch bewerten, welche Arbeitgeber sie als attraktiv empfinden und welche weniger. Was sind denn so die Faktoren, die darüber entscheiden, ob jemand beim Löwenpitch eine hohe Punktzahl bekommt oder eine niedriger? Sind es Faktoren wie Arbeitssicherheit? Sind es Faktoren wie Geld? Sind es andere Faktoren? Was sind so die 3, 4 Hauptfaktoren, die darüber entscheiden? Aus Sicht der Jugendlichen von heute? Ja, die Frage, ich muss da gerade so, entschuldige, Hannes, in mich reingrinsen. Die Frage bekommen wir natürlich ständig gestellt, ne? Ja. Also auch von Arbeitgebern, die gerne dabei sein müssen. Was sind jetzt die 3 Top Punkte, die wir irgendwie behandeln müssen? Ja, leider, wie das im Leben so ist, gibt's das nicht. Auch da muss man immer wirklich differenzieren, aus welcher Region komme ich, wie sieht wirklich dann auch das Publikum aus in dem Moment, weil es ist ja wirklich auch live, das Feedback ist ja dann auch live. Was wir aber mittlerweile sagen können, dass es weniger darum geht, ich sage jetzt mal weniger, ist natürlich auch wichtig, weniger darum geht, was ich jetzt vielleicht in meiner Ausbildung verdiene, sondern eher wirklich, kann mir dieser Arbeitgeber, ich versuche das mal zu verallgemeinern ein bisschen, kann mir dieser oder gibt mir dieser Arbeitgeber das Gefühl, dass ich da eine Zukunft habe, dass ich dass ich partizipieren kann auch von ihrem Geschäftsmodell, ist das ein sinnhafter Job, das ist für viele ganz wichtig, nicht für alle, muss man auch immer wieder sagen, aber das ist für viele ganz wichtig, welchen gesellschaftlichen Mehrwert dieses Unternehmen auch dann, Unternehmen, Organisationen, gibt ja auch nicht nur Unternehmen. Der dritte Punkt dabei ist auch wirklich ganz klar, dass es einfach authentisch ist. Also auch wenn es, sag ich jetzt mal,
wir haben ja das Steuerberater auch bei uns dabei gehabt, in unserer Region ganz bekannten, die vorher auch gesagt haben, na ja, gut, die meisten Leute denken, das ist ein ziemlich langweiliger Job. Mhm. Und die haben natürlich dann das Beispiel gebracht, dass die gesagt haben, na ja, gut, guck dir aber mal unsere Arbeitskultur an. Was machen wir? Wie sehen wir unseren Menschen? Haben dann auch den Azubi begleitet im ersten Lehrjahr und haben dann einfach anhand seiner, auch an seinem Leben, Auszug, der ist Trainer beim Fußball, gezeigt, da fördern wir den, das machen wir auch für andere möglich. Ja. Das Team macht, glaube ich, sogar mit euch zusammen Sport. Und also diese Facts, was man so manchmal vielleicht so über Work-Life-Balance bezeichnet, dabei ist dieser Arbeitgeber aus meiner Sicht für uns ein gutes Beispiel, weil wir daran zeigen können, man kann das natürlich ganz fachlich betrachten und sagen, das ist innerbetriebliches BGM, das mache ich im Sponsoring, das mache ich vielleicht, weil ich privat selber auch sportlich aktiv bin. Aber dieser Arbeitgeber hat es geschafft, in seiner Präsentation das einfach als in dem Leben dieses Jugendlichen ihn als Person zu betrachten, zu sagen, wir gucken, was die Stärken und Schwächen sind, wo er selber gerne hin möchte, dass man das als Jugendlicher nicht weiß, was man mit 30 irgendwie werden will. Man hat seine Vorstellung. Ich glaube, das ist ja ein Entwicklungsprozess. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz vielen Jugendlichen heutzutage wichtig, dass man ihnen nicht nur das Gefühl gibt, sondern dass man authentisch ist und sagt, da begleite ich dich. Sich wirklich so als, benutzt man das Wort Mentor, sich als Mentor darzustellen. Und dadurch, dass wir ja auch in einer transparenten, digitalisierten Welt leben, ist das ja auch für viele relativ schnell zu googeln, ne? Das so ist oder nicht ist. Ja. Also ich glaube, das sind so diese Punkte. Ne? Also Verdienst ist schon wichtig, ist aber nicht das Allerwichtigste. Und die Sinnhaftigkeit und die Perspektiven, die ich dann in dem Job bekomme. Und alles andere, was manchmal dann immer so, wo der Arbeitgeber dann denkt, ja, wir sind ländliche Region, Mobilität. Da gibt es heutzutage so viele Praxisbeispiele, also auch innerhalb unserer Netzwerke, wo wir voneinander lernen können. Ich glaube, das ist sekundär dann auch für Jugendliche, sekundär. Ja. Also ich selber finde das Format wirklich klasse. Wenn jetzt jemand aus, wir unterteilen das mal so ein bisschen in Zuhörer aus Mecklenburg-Vorpommern und Zuhörer außerhalb unserer Landesgrenzen. Wer jetzt aus Mecklenburg-Vorpommern sagt, finde ich toll, ich möchte beim nächsten Löwenpitch dabei sein, wie kann er sich an euch wenden? Welche Unterstützungsmöglichkeiten bietet ihr dahingehend? Ja, also über sämtliche Kanäle. Löwenpitch.de, da gibt es Ansprechpartner, je nachdem, regionsspezifisch, aber Kontakt@ ist der beste Weg. Man kann bei uns anrufen, Telefonnummern stehen auch alle da. Was können wir bieten? Also wir sind jetzt im Moment in der Planung unserer Online-Löwenpitches. Oh, jetzt kriege ich gleich einen Anruf von meinen Kollegen. Löwenpitch Online, das sind die Streaming-Veranstaltungen, die wir machen und die auch regional. Das heißt, wir starten in Neubrandenburg sogar für die Seenplatte. Dann geht es im September, das weiß ich jetzt nicht, kann man aber alles auf der Webseite nachlesen, geht es immer in eine Region und wir gucken dann halt immer so, ja, das ist so manchmal Landkreisebene, manchmal auch zwei Landkreise zusammengezogen, also wirklich dann, wo sich so eine Region als Region versteht, Vorpommern zum Beispiel sind ja zwei Landkreise, da gehen wir dann immer jeden Monat in eine andere Region, begleiten da 5 Arbeitgeber. Das geht los, dass wir Interviews machen, gucken, wo sind die Bedarfe im Unternehmen, wie funktioniert dieses Unternehmen oder Organisation, wir haben ja auch Verwaltung dabei, Stadtwerke etc. pp. Machen, wie gesagt, ja Interviews, gucken, okay, wo geht die Reise dorthin? Dann fahren wir in das Unternehmen, machen die Videos, interviewen da auch dann die Azubis, sofern sie dann schon da sind, also die Generation, die jetzt schon im Unternehmen mitarbeitet. Wir haben geplant darüber, also über diese Löwenpitch-Veranstaltung hinaus haben wir jetzt geplant, auch diese ganzen Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, die Arbeitgeber, die wir begleitet haben, in einen Online-Kurs. Der Titel ist im Moment noch, das ist ja alles geheim, was ich verrate, aber es ist ganz cool, glaube ich auch. Können wir sie alle auf den Postcard exklusiv, ja genau, das muss man schon sagen. Und vor allem, die Tipps kommen zum Schluss, das heißt, es müssen alle zu Ende hören. Ah, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Siehst du, lerne ich auch noch dazu, danke Hannes. Ja, also unser interner Titel ist halt zum, in 100 Tagen zum attraktiven Arbeitgeber. Da haben wir Videos abgedreht, also auch was funktioniert bei gerade bei kleineren Unternehmen sehr gut, in der Kommunikation mit jungen Leuten, wo erreiche ich sie noch, wie kann ich mit ihnen interagieren. Diese ganzen Sachen haben wir in 8 Videokurse gepackt. Das wollen wir begleitend, also dann auch immer in kleinen Gruppen, das wollen wir begleiten. In 100 Tagen heißt das halt, machen, dass man wirklich mit ganz wenig Zeitaufwand in 100 Tagen diesen Kurs durchmachen kann, weil
da machen wir uns nichts vor. Gerade der Großteil unserer Arbeitgeber arbeitet direkt im Unternehmen mit. Meistens ja Inhaber geführt, nicht immer, aber und wenn es Personalabteilungen sind und dann jemand mitmachen möchte, da ist ja auch das Thema Zeit. Ne? Ja. Da ist bei vielen ja nicht, okay, wir können uns jetzt mal eine Woche Zeit nehmen und setzen uns mal alle hin zusammen und entwickeln was. Da gibt es sicherlich dann andere Themen, die in Unternehmen wichtiger sind. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir teilen das auf. Man kann das aber auch in Absprache mit uns in kürzerer Zeit absolvieren. Ne? Man kann das auch im Ganzen. Uns war halt nur wichtig, dass wir die Arbeitgeber während dieses Prozesses halt auch zusammenbringen, ne? Dass da auch wieder dieser Community-Gedanke, ja, dieses Netzwerk entsteht. Das ist was wir gerade im Geheimen planen, wo wir eigentlich auch schon versprochen haben, das noch vor dem Sommer zu launchen, aber wir sind gerade dabei, das für den September dann anzubieten. Naja, das ist ein Spätsommer. Ja, das gilt noch als Sommer. Und ist dieser Online-Kurs nur für Leute aus MV oder auch? Das ist unabhängig. Also wenn ich aus München komme und sage, ich möchte jetzt attraktiver Arbeitgeber werden, dann ist das die ideale Möglichkeit. Ja. Und da auch dann entsprechend unter löwenpitch.de sind alle Informationen dazu zu finden. Noch nicht, aber dann demnächst. Ja, genau. Oder man ist ja wie bei euch auch. Man addet uns bei Facebook oder Instagram oder Newsletter. Das ist kein Problem. Da geben wir ja dann regelmäßig auch die Informationen raus. Ja. Ich fand's super. Es war mal kein klassisches Thema aus dem Bereich BGM, aber so wie wir in einer der vergangenen Episoden schon mit Susanne Kruse im Interview das Thema Persönlichkeitsentwicklung von Führungskräften thematisiert haben, ist auch das ein Thema. Wenn ich nicht die richtigen Mitarbeiter finde und einstelle, dann kann ich auch kein vernünftiges BGM aufbauen. Und ich finde das hier wirklich eine ganz, ganz klasse Maßnahme, um einfach auch die nächsten Nachwuchskräfte einfach gewinnen zu können. Abschließend für unsere Zuhörer, hast du noch so einen ganz wichtigen Tipp, so eine Info, die ich dich noch nicht gefragt habe? Was wäre noch wichtig? Gut, da das ja ein BGM-Podcast ist und du sagst ja so, wir sind da nicht 100% drin. Also für mich war mal so, und ich bin ja ein Arbeitgeber eines Kleinstunternehmens, wie man so schön sagt. Im Moment jetzt haben wir 7 Mitarbeiter. Und bei unserem Projekt hatte ich mal einen Arbeitgeber interviewt, der, ich glaube, so um die 30 Mitarbeiter hatte. Und eines unserer Fragen ist ja auch, was macht ihr bereits im betrieblichen Gesundheitsmanagement, unter anderem oder Benefits etc. Und der hat dann zu diesem Thema BGM gesagt, so ganz salopp, so irgendwie brauchen wir nicht. Mhm. Okay. Und das war für mich so, wo ich mir gedacht habe, das ist doch eines der wichtigsten Themen. Also gerade wenn man so kleine Teams hat, denke ich mal, und was sich was aufbaut, das ist ja, je eher ich mich mit den Themen beschäftige, desto besser kann ich wachsen. Und der hat das für sich dann aber so klar gemacht, also wir reden in unserem Team immer offen über alles, schon seit Anfang an, seitdem wir irgendwie 3 Leute waren. Und für uns ist das selbstverständlich, dass wir das Thema Arbeit, Berufsleben integrieren. Und der bietet von Anfang an seinen Leuten, sag ich jetzt mal, vielfältigste Möglichkeiten. Für den war das halt selbstverständlich. Ja. Ne, der hat das nicht als das eine Thema gesehen, was er jetzt irgendwie angehen muss oder abhaken muss. Und das war für mich, das hat mir auch die Augen geöffnet, wo ich mir gesagt habe, ja klar, das ist integrativ, das wird da auch gelebt. Ne? Das war so für mich so mein Vorbild. Und ich glaube, das geht vielen anderen Arbeitgebern, die jetzt denken, oh Gott, da muss ich was machen in dem Bereich, wie fange ich an? Ich denke, seid ihr da die Profis auch als guter Kontakt? Und ich glaube, es sind auch manchmal ganz kleine, einfache Dinge, die man umsetzen kann. Und dann geht's einfach los. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man, glaube ich, nochmal so als Motivation vielleicht mitgeben kann. Vielen Dank. Wunderbare Schlussworte. Wenn euch das gefallen hat, dann bitte bewertet doch den Podcast in den Apple Podcast Apps oder bei iTunes, denn mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den Charts und kommen so noch mehr in die Reichweite, damit noch mehr Leute entsprechend von diesen tollen Inhalten, auch von Robert natürlich, profitieren können. Das war's von unserer Seite. Ich sag einfach mal, bleibt gesund und sportfrei. Sportfrei. Vielen Dank, Hannes.